Herzlich willkommen in Lommatzsch. Ich zeige euch, wie schön es in Sachsen ist. Die Stadt Lommatzsch liegt im Landkreis Meißen. Hier versorgen wir rund 4.800 Einwohner mit Energie und schnellem Internet. Wenn ihr Lommatzsch mal besucht, und das solltet ihr unbedingt, habt ihr die Auswahl zwischen 38 Ortsteilen. Die Kornkammer Sachsens, inmitten des mittelsächsischen Löshügellandes, ist die fruchtbarste Agrarregion des Freistaates. Fast die gesamte Fläche wird hier landwirtschaftlich genutzt. Für einen Blick über die umliegende Landschaft, das ist die Lommatzscher Pflege mit den weitläufigen Feldern und den schönen Drei- und Vierseithöfen der Gegend, empfiehlt sich der Tummelberg an den Windrädern bei Barmenitz. Die Stadt entwickelte sich ab dem 10. Jahrhundert um ihre Kirche herum. Das ist sehr selten. Aber damals lebten in der Gegend die Sorben. Sie verehrten als Heiligtum die Glomazi-Quelle, die den Paltschener See speiste. König Heinrich I. besiegte 929 die Sorben und eroberte das Land. Die erste Kirche stand bewusst auf dem höchsten Hügel. Sie sollte ein christliches Zeichen sein in direkter Sichtbeziehung zur heidnischen Kultstätte. Später führten vier überregionale Wege durch den Ort. 1286 wurde Lommatzsch in einer Urkunde erstmals als Stadt erwähnt. Die heutige Kirche wurde Anfang des 16. Jahrhunderts errichtet. Die ebenfalls seltenen drei Türme, in denen ich mich gerade befinde, symbolisieren die heilige Dreifaltigkeit. Die Stadt wuchs damals und so brauchte man auch ein repräsentatives Rathaus am Marktplatz. Anfang des 20. Jahrhunderts ließ der Dresdner Architekt Karl Schimmichen das Rathaus im Stil der Neorenaissance umbauen und dekorative Giebelfenster einsetzen. Hallo Svenja, herzlich willkommen in unserer schönen Stadt in Lommatzsch. In der Kornkammer Sachsens. Wir sind stolz auf unsere Geschichte, aber ebenso wollen wir Lommatzsch zukunftsfähig entwickeln. Und das machen wir beim Thema schnelles Internet mit der Firma Sachsen Energie. Und darüber freuen wir uns. Und was bedeutet das? Wir arbeiten und leben nur noch digital, eben gerade. Und deswegen freuen wir uns, dass wir mit Unterstützung der Sachsen Energie bis zum Jahr 2023 alle unsere Ortsteile an das schnelle Internet anschließen können. Mit dem schnellen Internet wollen wir natürlich die Lebensqualität für unsere Bürger auf den Dörfern verbessern. Und das gehört für uns genauso dazu wie die Unterstützung eines regen Kultur- und Vereinslebens und dass wir natürlich auch vielfältige Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten haben. In dem Zusammenhang unterstützen wir aber auch verschiedene Projekte des Freistaates Sachsen zur Digitalisierung. Es gibt zum Beispiel das Projekt Dorffunk. Das ist eine App, mit der wir die Kommunikation der Bürger untereinander in der Lommatzscher Pflege verstärken wollen. Und wir sind auch im digitalen Testfeld der Landwirtschaft dabei. Dort sollen digitale Methoden zur umweltfreundlichen Bodenbewirtschaftung erprobt werden. Auch hier ist die Sachsenenergie mit im Boot, denn Voraussetzung für das alles ist, dass wir Glasfaser im Boden haben. Ja, die Tiefbauarbeiten kommen gut voran. Wir haben bereits 12 Außerortsverbindungen, das sind ca. 13 Kilometer Trasse, realisiert. Jetzt geht es mit den Innerortserschließungen los. 1600 Haushalte und ca. 150 Gewerbetreibende in der Innenstadt sind bereits mit Breitband erschlossen. Parallel dazu wird an einigen Stellen im Zuge des Breitbandausbaus auch gleich an die Straßenbeleuchtung gedacht. Und ebenso kümmern sich die Sachsennetze um eine erhebliche Verbesserung der Versorgungszuverlässigkeit im Mittelspannungsnetz der Region bei künftigen schwierigen Wetterlagen. Wir sind hier bei unserer Ladesäule für die E-Fahrzeuge. Nicht wundern, hier steht noch Enso, aber Enso ist jetzt Sachsenenergie. Und die Sachsenenergie hat uns hierbei unterstützt und unterstützt uns auch weiter beim Ausbau der erneuerbaren Energien in der Stadt. So haben wir zwei Windparks, die die Firma Sachsenenergie anschließen musste, und einen großen Solarpark. Und an einem Windpark gibt es sogar einen Batteriespeicher. Und auch so etwas geht nicht ohne die Unterstützung unseres lokalen Energieversorgers. Wer mehr über die Geschichte der Gegend erfahren möchte, dem sei das Stadtmuseum ans Herz gelegt. Hier treffe ich nochmal die Bürgermeisterin. Und da bin ich mal gespannt, was mich erwartet. Wir sind hier in unserer neuen Dauerausstellung, die unserem Ehrenbürger Terenz Hill gewidmet ist. Terenz Hill hat einige Jahre seiner Kindheit in Lommatzsch verbracht und seine Familie kommt aus der Stadt. Und als er uns 95 besucht hat, hat er immer noch gesagt, dass er stolz ist, ein Lommatzscher zu sein. Hier eine Requisite aus einem Film von Terenz Hill und mit der prüfen wir jetzt mal ihre Standfestigkeit. Auch eine Führung durch den Schaubergkeller lohnt sich. Thank you.
Ob Lommatzsch die berühmten Bohnen für die Western von Spencer Hill geliefert hat, ist nicht überliefert. Aber dafür hat er hier ganz sicher welche gegessen. Wir bleiben für euch unterwegs und zeigen, wer wir in Sachsen sind und wie Sachsen Energie ein verlässlicher Partner für unsere Region und ihre Menschen ist. Wir sehen uns!